Während und auch nach der Schwangerschaft gibt es viele Fragen, die Mütter und Väter plagen. Was beschäftigt die Eltern? Unser erstes Kind, das heißt, wir haben noch keine Ahnung gehabt, welche Karenzmodelle es gibt und so weiter. Ich habe zwar Betriebswirtschaftslehre studiert, aber als ich mal das Heftel dann durchgeschaut habe, bin ich draufgekommen, na, für das weiß ich zu wenig. Und wir haben dann da echt eine super Beratung bekommen, wo dann ganz klar war, okay, welches Modell wir verwenden. Also am Anfang habe ich mich überhaupt nicht ausgekannt. Ich habe keine Ahnung gehabt, ob ich überhaupt Geld bekomme, weil mein Arbeitsvertrag ist ausgelaufen mit Beginn des Wochenschutzes. Und dann habe ich mit der Frau Magister Bernadette Büchheim einen Termin ausgemacht, weil die ganzen Broschüren habe ich überhaupt nicht durchgecheckt. Ich habe zum Beispiel nicht gewusst, was ist der Unterschied zwischen Karenz und Kinderbetreuungsgeld. Das war für mich irgendwie gedanklich immer das Gleiche. Und auch, was macht am meisten Sinn von den Varianten, die es jetzt gibt, wie viele Monate, was macht am meisten, in meinem Fall am meisten Sinn. Bei uns geht es darum, ich habe jetzt das einkommensabhängige Kinderbetreuungsgeld. Und mir war es nicht bewusst, dass ich innerhalb einer gewissen Zeit wieder ein Kind bekommen muss, damit ich dieses einkommensabhängige, die Variante wieder erhalte. Und das ist jetzt gut zu wissen und das werden wir halt natürlich anders planen. Also ich bin schon wieder zurück im Job und überlege mir eben, wie kann eine sinnvolle Kinderbetreuung ausschauen, wo bekomme ich die, wie könnte ich Stunden für den Job aufstocken. Das sind so die Themen, die mich gerade besonders interessieren. Teilzeitarbeit, weil man natürlich auch wieder ein bisschen ins Berufsleben hineinschnuppern will. Und diese Fragen, hast du das Gefühl, dass du die Fragen selbst beantworten kannst oder wie gehst du vor? Selbst ist es zu viel an Informationen. Also man muss sich schon wirklich einen Termin nehmen und sich beraten lassen, weil das alles so individuell ist. Und das kann dann, glaube ich, wirklich maßgeschneidert werden. Und das werden wir in Anspruch nehmen.